los. Lumba, 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 jetzt geht's los. Lumba, 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 jetzt geht's los. Lumba, 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 jetzt geht's los. Willkommen heute zum dritten Teil der 32. Folge Lebendiges Musizieren mit mir, der Veronika Zobel, und dem schönen Flatter-Flatter-Tu. Und mir natürlich der Millimatteller-Musiker am Klavier. Ja, hallo, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ganz, ganz viel habe ich geübt am Klavier. So, wo sind denn meine Noten? Ach ja, genau. Die schönen Noten von der lieben Cecilia. Die müssen jetzt da oben hin. Geschafft. So, jetzt kann's losgehen. Es steht Stapfen am Berge, die zieht Zapfen, Zwerge durch eisig kalten Pulverschnee, durch kalten Pulverschnee. Und sie trappen und sie zappen immer hin, immer her, immer hin und her. Und sie hüpfen, schwenken ihre Mützen immer rund, immer rum, immer rund herum. Yippie! Wow, Millie, da hast du aber richtig, richtig viel geübt. Kannst du es nochmal für uns spielen? Dann können wir nämlich dazu tanzen, ja? Na klar, ich spiele das nochmal und ihr tanzt dazu und singt mit, ja? Und los! Es steht Stapfen am Berge, die zieht Zapfen, Zwerge durch eisig kalten Pulverschnee, durch kalten Pulverschnee. Und sie trappen und sie zappen immer hin, immer her, immer hin und her. Und sie hüpfen, schwenken ihre Mützen immer rund, immer rum, immer rund herum. Und dann fallen sie um. Haha! Mein Tuch flattert hin und her. Hui, das ist die kleine Nebelfee. Flatter, 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 flatter. Frau Zobel, das letzte Mal hast du ja so getanzt mit dem Tuch. Und. Ich habe da gesehen, das sah ein bisschen aus wie die Melodie, was du mit dem Tuch gemacht hast. Stimmt, Milly, das habe ich auch versucht. Also ein bisschen mit der Melodie mitzugehen. Wenn die Melodie nach oben geht, ist mein Tuch nach oben geschwebt. Und wenn die Melodie nach unten ging, ist mein Tuch nach unten geschwebt. Und das habe ich mir gemerkt. Und dann habe ich mir das mal aufgemalt. Schau mal. Schaut, so viel habe ich gemalt. Das ist die ganze Melodie. Wow, Milly, da hast du ja richtig viel gemalt. Schaut mal, das sind 1, 2, 3, 4 ganze Blätter voll. Wow, das hat aber lang gedauert, oder? Das hat ziemlich lang gedauert. Wollen wir das jetzt mal singen? Na klar, komm, wir singen das mal. Schön ist das.
Klavier zu sitzen. Wieso denn am Klavier? Stimmt, wir hatten Kamin gesungen, ne? Ja, wir hatten Kamin gedichtet. Okay, dann nochmal. Gemütlich am Kamin zu sitzen, wenn draußen der Schnee vom Himmel fällt und die ganze Welt mit seinem Zauber erfüllt. Dann sitz ich hier und denke mir, wie ist es schön, so schön im Winter. Ja, Wintertage sind gemütlich am Kamin. Oh, können auch gemütlich am Klavier sein, oder? Na klar, denke ich. Oh, und das sind nämlich richtige Muster. Schaut mal, da wiederholen sich ganz viele Sachen. Schaut mal, hier, das sind so Schlangen. Die hoch und dann geht es immer und die sind aber so ein bisschen versetzt, seht ihr? Eine hier oben, die weiter unten und die noch weiter unten. Und hier, guckt mal, der Teil, der sieht aus wie Gesichter. Zwei Augen und ein Mund und ein Strich, zwei Augen und ein Mund und noch ein Strich, zwei Augen und ein Mund, noch ein Strich und noch mein kleines Gesicht und ein Bzzzt. Guck mal, das sieht aus, als ob man da runterrodeln könnte und dann ein Looping machen. Und dann rupft es von hier hinab und dort ist der Schluss. Cool, nicht wahr? Ja, Millie, das hast du super gemacht. Vielen Dank. Jetzt haben wir die Melodie noch ein bisschen gesehen, wie sie aussieht, wenn man sie malt. Da, didel, dum, didel, da, da, die, dudel, dadel, dim, di, di, da, schnie, tap, di, bi, 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 da, du, dudel, dam, du, dudel, dam, du dudel dam, du dudel stepp schnapp, di dicki 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 dadel dai. Hihi, das war Quatschsprache. Ja, mit Quatschsprache kann man das Lied natürlich auch gestalten und man kann sich sogar dazu bewegen. Dam dudel dai didel dam doi, di dudel didel da di dam dai. Di-du, di-du-da, di-du-du, di-du-dai, di-du-dum, 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 di-du-du, di-du-dai, di-di-du-da, 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 di-di-du-schnupp-schnapp, di-di-du-da-du, di-du-da-du, dum, dum, di. Oh, das sah lustig aus! Kinder, wenn ihr das nochmal machen wollt oder mitmachen wollt, dann müsst ihr nochmal zurückspulen und dann mitmachen, ja? Frau Zobel, das sah ein bisschen aus wie vorhin mit dem Tuch, nur eben jetzt ohne Tuch. Genau, Millie, das habe ich versucht zu machen. Also das, was ich vorhin mit dem Tuch gemacht habe, jetzt in meinen Körper zu nehmen. Frau Zobel? Könnte man das denn jetzt auch zum Beispiel so wie ein Roboter singen? Wie ein Roboter? Müssen wir mal probieren. Macht ihr mit, Kinder? Ja, wie ein Roboter. Roboter? Roboter piepsen so ein bisschen, ne? Und machen ganz abgehackte Bewegungen. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Piep, piep. Cool.
Kinder? Wie könnte man das noch? Frau Trudel, kannst du das noch machen wie ein Schmetterling? Mit so ganz leichten Flatterflügeln? Ein Schmetterling mit ganz leichten Flügelschlägen. Na, probieren wir's aus. Macht ihr mit? Los geht's! La, di, la, di, la, da, 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 du, da, di, la, di, la, da, 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 da. Oh, das war schön mit dem Schmetterling. Oh, da fallen mir ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen ein. Was euch auch? Oh, da kann man bestimmt ganz cool damit experimentieren und probieren, was man alles sein kann. Genau. Da kann man jede Menge ausprobieren, wie man sich verwandeln möchte. Ja, da fällt mir noch eine ganze Menge euch bestimmt auch. Dann viel Spaß beim Experimentieren. Und vielleicht fällt euch ja was ganz besonders Cooles ein, was ihr ausprobiert habt. Dann könnt ihr mir das schreiben oder vielleicht aufmalen auf ein Bild oder vielleicht sogar als Video schicken. Das wäre cool. Und ich werde jetzt auch gehen und ein bisschen rumprobieren. Ja? Viel Spaß und bis bald. Tschüss! Ja, tschüss, meine Lieben. Bis bald.